Hi, ich bin Lisa von Einfach Lilienhaft. Vor ein paar Tagen haben wir hier auf dem Kanal die 10.000 Abonnentenmarke erreicht, was mich natürlich riesig freut, denn wenn die Videos so guten Anklang finden und wir hier immer mehr werden, dann zeigt mir das einfach auch, dass die Videos gut funktionieren und dass euch der Inhalt gut gefällt. Also erstmal ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten hier auf dem Kanal. Das ist sowieso mal Zeit, dass ich das mal mache. Und ich habe mir gedacht, im Rahmen dieser Besonderheit, also dieses festlichen Anlasses, machen wir heute mal was ganz Besonderes. Und zwar reagiere ich auf mein erstes Video. Es ist nämlich auch nicht lange her, dass ich das 100. Video hochgeladen habe. Insofern dachte ich mir, das ist doch ganz witzig, jetzt mal aufs Erste zurückzuschauen. Und wahrscheinlich werde ich mich im Grunde Boden schämen. Aber wir gucken es uns mal zusammen an und ich reagiere drauf. So, dann legen wir los und Hallo gucken und mal. herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa. Ich bin vom Kanal Einfach Lilienhaft. Schon diese Begrüßung ist ja echt, also es ist wirklich so krass, was man irgendwie innerhalb von 100 Videos da doch anders macht, weil im ersten Video habe ich ja so stocksteif quasi diese Begrüßung runtergebetet. Also, naja, gucken wir mal weiter. Und bei Instagram immer eher hinter der Kamera zu hören, als davor zu sehen. Hinter der Kamera zu hören als zu sehen. Diesen Spruch habe ich ungefähr, weiß ich nicht, 100 Mal geübt und dann kam er trotzdem noch mega steif raus. Also das ist, glaube ich, ja, da braucht man echt so ein bisschen Übung, dass man so eine Sprüche dann irgendwie so ein bisschen besser rauskriegt. Also das ist ja wirklich, ja, schöner Anfang. Fängt schon mal gut an, ja. Aber heute habe ich mir gedacht, ich bewege mich mal aus meiner Komfortzone heraus und mache Ja, dieses ich habe mich voll aus meiner Komfortzone Bullet rausbewegt. Das hat auch richtig gut funktioniert. Journal von Les Mômes sich dem Ende neigt. Ich habe noch ungefähr Wie drei war es nochmal? Bullet Journal. Tages und ich brauche also unbedingt ein neues und dachte mir, daraus lässt sich super ein Video machen, was vielleicht viele von euch interessiert. Ich habe mich in den letzten Wochen umfangreich informiert, habe Tests gelesen und Man muss ja auch sagen, so bei dem ersten Video, es ist ganz ehrlich einfach die Frage, wie fängt man an? Ich habe dann natürlich überlegt, welches Thema nehme ich. Und jetzt, ja, ich habe noch 3 bis 4 Seiten und jetzt mache ich einen Bullet Journal-Vergleich. Das hat sich so gut ergeben. Ja, mit irgendwas muss man ja einsteigen auf dem Kanal. Und damals hat sich das tatsächlich so ein bisschen angeboten und ich dachte dann einfach, okay, fange ich damit an, obwohl diese Bullet Journal-Vergleiche auch immer die aufwendigeren Videos sind. Also da habe ich mich auch gleich voll reingestürzt. mir Videos angeschaut, welches es denn werden könnte. Und letztendlich bin ich bei 4 Favoriten gelandet, die ich heute in diesem Video miteinander vergleichen werde und mich am Ende tatsächlich dafür entscheiden werde, welches ich weiterführe. Und am Ende werde ich mich tatsächlich dafür entscheiden, welches es wird. Also es stand dann auch noch am Ende an, ja. Also das habe ich wirklich durchgezogen und habe mich tatsächlich noch dafür entschieden. Denn ich habe ja, wie gesagt, nur noch 3 bis 4 Seiten. Es ist also knapp. Ich habe ja nur noch 3 bis 4 Seiten. Also es ist halt auch wirklich knapp. Es muss jetzt auch sein, sonst also habe ich halt wirklich ein Problem. Ja, los, komm, Lisa, wir fangen an. Ich stelle euch kurz vor, welches meine 4 Favoriten sind und dann legen wir sofort los mit dem Test und ich zeige euch die Bücher genauer. Wir fangen gleich an, also kurz zeige ich euch noch kurz was anderes und dann, aber wir fangen gleich an, ja? Also es geht gleich los. Moment. Also. Neben dem Les Mômes Notebook, was ich jetzt viele Monate getestet habe und benutzt habe und es hat mir wirklich gute Dienste geleistet, werde ich mir noch 3 weitere ansehen. Zum einen dieses Leuchtturm-Bullet Journal in diesem schönen Kupferton. Ich muss sagen, das liegt schon eine Weile in meinem Schrank und ich habe es immer da noch nicht rausgeholt, weil ich noch das Les Mômes hatte. Das Bullet Journal lag die ganze Zeit in meinem Schrank und ich habe es einfach nicht rausgeholt. Aber es wurde jetzt mal Zeit und jetzt habe ich doch in diesem Vergleichsvideo doch so ein bisschen zusammensuchen müssen. Vor jetzt 2 Jahren hatte ich, glaube ich, auch noch nicht ganz so viele unterschiedliche da. Da habe ich dann natürlich so ein bisschen genauer schauen müssen und das hatte ich dann noch in meinem Schrank zu liegen. Wahrscheinlich habe ich es eigentlich wirklich extra bestellt, aber ja, es war ja gut, dass ich es hatte. Aber ich hatte es schon im Blick und es ist wirklich ein Klassiker unter den Bullet Journals und ich habe auch schon mal einen Leuchtturm gehabt in der Vergangenheit. Deshalb werde ich mir das heute im Vergleich mit den anderen. Ich frage mich, wo ich die ganze Zeit hinstarre. Es ist auch immer so, als ob ich irgendwas im Auge hatte. Aber ich kann mich entsinnen, am Anfang musste ich mich immer so ein bisschen fragen, wo gucke ich hin? Wie genau gucke ich jetzt genau in die Kamera oder gucke ich auf das Licht daneben?
anderen nochmal also, genauer angucken. Sehr Vielleicht entspannt. Ist es doch wieder wert, darauf umzusteigen. Ebenfalls noch mit anschauen werde ich mir diese Scribble That Matter. Also diese Scribble That Matters Bücher, die sind ja, habe ich nie wieder in den Test mit reingenommen, weil ich habe einfach ein TH-Problem im Englischen. Ist vielleicht dem einen oder anderen auch schon aufgefallen. Und deshalb habe ich die jetzt generell auch nicht mehr in den Vergleichen drin. Also ich sage auch nur noch liebevoll STM. Also weil, spricht sich doch ein bisschen schwer für meine Verhältnisse aus. Auch wenn ich den Namen nicht so richtig aussprechen kann. Ach, da war ich ja schon ganz ehrlich, kann ich nicht Doodles aussprechen. Auf dem Cover, hat einen großen Wiedererkennungswert und deshalb werde ich es mir... Ja, so eine Nahaufnahme wäre auch nicht schlecht gewesen, nicht? Also ich sehe da keine Doodles, da sollen irgendwie Doodles jetzt drauf sein. Aber anschauen. Und das Letzte, was mit dabei ist, ist dieses Dingbats mit den typischen Tierprägungen vorne drauf. Ich habe hier den Elefanten, es gibt auch andere. Das werde ich mir auch genauer anschauen. Ich würde sagen, legen wir los mit dem... Jetzt legen wir endlich los, es geht los. Es ist soweit. Ich habe ja nur kurz vorgestellt. Es hat ja gar nicht lange gedauert. Test. Und ich zeige euch die Bücher alle etwas genauer und unterziehe sie auch einem typischen Stifttest. Und am Ende dieses Videos kann ich mich dann endlich entscheiden, welches dieser Bücher ich nehmen werde. Mann, seid ihr noch da? Also es ist ja wirklich eine schöne, lange Einleitung geworden beim ersten Video. Also das ist ja mittlerweile wirklich so, dass ich die Videos am Anfang wirklich kurz halte, versuche schnell zum Punkt zu kommen. Ich hoffe, das merkt man auch, weil ich natürlich einfach auch zum Inhalt kommen will. Man macht ja dieses Intro immer, um überhaupt zu sagen, worum geht's. Aber ja, man muss halt so die Waage halten zwischen zu viel erzählen und trotzdem irgendwie schnell und knackig das Ganze einleiten. Ich habe mal kurz den Standort des Bildschirms gewechselt. Ist, glaube ich, ein bisschen besser, wenn ich in diese Richtung gucke, wo auch das Bild für dich zu sehen ist. Also, weiter geht's. Los geht's mit dem Lemome Notebook, was mir also die letzten 8 Monate gute Dienste geleistet hat. Also, falls das noch nicht aufgefallen ist, nicht? Das Lemome hat mir halt einfach auch sehr gute Dienste geleistet. Also, das hebe ich ja wirklich sehr gut hervor. Ihr seht, das ist ein Hardcover, was ich hier habe. Und das ist aus Leder tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, was ich da erzählt habe, ob Leder das wirklich aus Leder ist. Ist eben diese Prägung hier vorne drauf. Und die Akzentfarbe Gelb findet sich dann bei der Stiftelasche und diesem Gummiband. Hey, ich hatte sogar da schon Musik im Hintergrund. Auch die Seiten außen sind eben mit dieser Akzentfarbe und versehen. Unscharfe Bilder hatte ich auch schon dabei. Ganz nettes Super, Detail, das funktioniert doch gut. Wenn man das Buch aufschlägt, dann sieht man sofort das Inhaltsverzeichnis. 2 Seiten stehen zur Verfügung. Insgesamt hat das Buch 192 Seiten. Jetzt muss ich mal kurz suchen. Was will ich jetzt eigentlich noch zeigen? Hier hinten gibt es natürlich auch diese. Ja, mittlerweile habe ich so eine feste Struktur für diese Bullet Journal Vergleiche, aber das musste ich mir auch so ein bisschen erarbeiten. Beim ersten Mal habe ich da tatsächlich so ein bisschen hin und her gerödelt. Und dann ist es ja auch so, man dreht das ab und hinterher gibt es ja ein Voice-Over. Das heißt, ich spreche dann erst das Ganze darüber. Und manchmal mache ich mit den Händen was anderes, habe ich mir dann da irgendwie überlegt. Und dann muss ich mir natürlich überlegen, wie packe ich das jetzt in ordentliche Worte. Diese Notizzettellasche, immer sehr praktisch. Und jetzt gucken wir uns mal an. Also wenn man das Buch aufschlägt, das liegt wirklich schön glatt. Man kann da super drin arbeiten. Dieses Punktraster ist fein genug. Ja, das ist auch immer bei den Leuten, die hier so Bullet Journal Videos machen, nicht? Wenn man da ein Pflaster am Finger hat, dann guckt man die ganze Zeit auf dieses Pflaster. Das ist schon ein bisschen anstrengend. So, dass es nicht so stark heraussticht, aber man es gut sehen kann und eben benutzen kann, um damit zu arbeiten. Was mir leider immer wieder aufgefallen ist, dass das Punktraster auf der linken und rechten Seite nicht auf der gleichen Höhe ist. Das stimmt, dieses Raster, das immer so versetzt war. Und das führt tatsächlich dazu, dass man beim Design malen halt immer irgendwie wieder an Grenzen kommt, weil man über 2 Seiten hinweg eben nicht die gleiche Höhe hat. Das hat mich sehr gestört immer wieder. Ansonsten ist das Papier sehr glatt. Dann gehen wir mal über zum Stifttest. Wow, wir gehen jetzt zum Stifttest. Bei wie vielen Minuten sind wir mittlerweile? 125 Gramm Papier ist. Hier haben wir den Mildliner. Einen ganz klassischen Markerstift, den ich gern auch zum Kolorieren benutze. Ich muss tatsächlich nochmal nachgucken, was das für eine Wiedergabedauer hat, das Video, und an welchem Punkt ihr alle ausgestiegen seid. Weil dann den Pentatouch, den nutze ich total echt gerne für Überschriften, für die Wochentage. Und der kommt eigentlich immer zum Einsatz bei mir, deshalb muss der natürlich mitgetestet werden. Dann kommt ein untypischer Stift, nämlich der Shinhan Art Marker. Das ist ein alkoholbasierter Stift, also ein ganz schwieriges Thema bei Bullet Journals. In der Regel drucken die immer durch, aber das ist jetzt der Härtetest.
Dann kommt der Tombow Monotwin, der hat zwei Seiten auch, eine dickere. Und der Stift ist ölbasiert und hat auch so seine Schwierigkeiten in der Verwendung beim Bullet Journal. Mann, da habe ich aber auch die Hardcore-Varianten hier gewählt, Alkoholmarker und Monotwin. Das ist natürlich im Bullet Journal so ein bisschen schwierig, obwohl es ja jetzt auch schon einzelne Bücher gibt, die tatsächlich da auch diesen Mehrwert haben, dass man eben Alkoholmarker damit verwenden kann. Und als letzten Stift noch den Micron 05. Es ist auch spannend zu sehen, wie sich das so ein bisschen verändert hat, was man so für Stifte heute verwendet und damals so verwendet hat. Was heißt damals? Ist 2 Jahre her, aber also ist schon ein bisschen, hat sich schon ein bisschen geändert auf jeden Fall. Ein Sticker, damit wir testen, ob sich der abziehen lässt wieder. Und ein Washi-Tape. Damit ist der Stifttest fertig. Wow, wir haben den ersten Stifttest fertig. Jetzt kann es ja nicht mehr lange dauern. Das mache ich bei allen anderen genauso. Jetzt lassen wir das erstmal trocknen und gucken uns die nächsten an. Weiter geht's mit dem Dingbats. Ihr seht, das hat einen Lederlook. Finde ich immer noch sehr schick, dieses Dingbats. Nicht? Ich bin ja letztes, also Anfang des Jahres war ich ja auch wieder bei einem Dingbats. Die haben schon einen coolen Look so als Buch. Schwarz. Und das Buch verfügt auch über ein Lesezeichen, das sehr gut befestigt ist, macht einen guten Eindruck. Wenn man das Buch aufschlägt, dann ist die Eigenheit beim Dingbats, dass das Tier, was vorne drauf ist, sich mit den Tatzen... Dass die Tatzen von dem Tier vorne drauf auch da drin sind. Ja, genau. Das Buch verfügt über kein Inhaltsverzeichnis. Ist was für Tierliebhaber, denke ich mal. Also wer Elefanten mag, der ist bei dem Buch auf jeden Fall gut aufgehoben. Natürlich auch die Seitenzahlen einfach hinschreiben. Als nächstes gucken wir uns dieses unaussprechliche Scribbles That Matter Buch an. Das verfügt über diese Doodle. Da ist es wieder das STM. Genau, und weiter geht's. Vor allen Dingen, ich habe das ja auch so wunderbar aufgebaut. Erst diese Tests und dann den Vergleich. Und also das Video ist einfach viel zu lang. Habe ich mal wieder jetzt gesehen. Obwohl ich ja sehr gestaunt habe. Also das Video ist jetzt ein bisschen was über 2 Jahre alt. Im September 2018. Ist das erschienen und ich habe jetzt gerade, als ich es aufgerufen habe, dann tatsächlich gesehen, dass es ja fast schon 27.000 Aufrufe hat. Und das ist wahrscheinlich immer so dieses Problem des ersten Videos. Viele gucken dann doch mal zurück und suchen das erste Video vom Kanal. Ich kenne es auch selber von mir, wenn ich auf anderen Kanälen unterwegs bin, dann schaue ich mir auch gerne das erste Video an. Aber so als Macher möchte man das Video wahrscheinlich also gerne irgendwann vielleicht auch einfach mal runternehmen. Weil man so denkt, oh, das war doch ein bisschen ein holpriger Start. Aber naja, bis jetzt ist es noch da. Also ja, guckt es euch an, solange es noch da ist. Ich kann es nicht mehr garantieren. Sich das hier oben in dem Kunstleder etwas ein. Die Stiftlasche ist super gut befestigt. Das macht einen tollen Eindruck. Ja, dass da noch nicht mehr drauf gekommen sind, diese Stiftelasche da hinten tatsächlich mal mit so einem Niet zu befestigen. Das finde ich wirklich eine gute Lösung an diesen STM-Büchern. Habe ich bis heute tatsächlich nicht verwendet, das Buch, nicht? Also das steht immer noch in meinem Schrank und hat einen Stifttest drin, mehr nicht. Gut befestigt sind, denn die sind nicht nur eingeklebt, sondern so richtig eingewebt. Das könnte gut halten. Es gibt natürlich auch hier hinten diese Dokumententasche. Mama, stopp. Ich muss mal vorspulen, ich schlafe ein. Das waren also die 4 Bullet Journals im direkten Vergleich. Wow, wir haben es endlich geschafft. Ich denke, man hat den ein oder anderen Unterschied gesehen. Man hat bestimmt den einen oder anderen Unterschied gesehen, also das denke ich schon. Also auch wenn die Bilder nicht ganz so nah dran waren und man eigentlich nicht viel sehen konnte. Und mich würde jetzt natürlich total interessieren, welches der 4 Bücher denn euer Favorit war. Schreibt mir das gern mal in die Kommentare. Ihr fällt auch auf, dass ich einfach viel schneller heute rede. Da habe ich ja so langsam gesprochen, dass ich beim Reden quasi, also wahrscheinlich haben viele dieses Video schneller gestellt, würde ich jetzt auch so machen. Ich verrate euch jetzt, welches mein Favorit ist und nach diesem Test ist mir doch einiges klarer geworden und ich konnte mich nun endlich entscheiden. Endlich konnte ich mich entscheiden, welches Buch es wird. Ich frage mich, ob ich mich wirklich entschieden habe nach dem Test oder hatte ich eigentlich schon den Favoriten? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Welches Bullet Journal es nicht geworden ist, ist dieses Limo. Jetzt mache ich es aber auch extra spannend, dass ich dann noch anfange und sage, welches es nicht geworden ist. Moment Notebook. Das ist also mein altes Notebook und im Vergleich zu den anderen habe ich jetzt doch nochmal gesehen, welche Schwächen es hat. Es ist ja eh schon voll, was willst du machen? Kannst du ja nicht normal nehmen.
Deshalb habe ich bei den anderen auch so genau danach geguckt, wie die eben eingeklebt sind oder befestigt sind. Bei diesem waren sie nur... Das ist definitiv ein wichtiger Punkt, immer mit diesen ausreißenden Lesezeichen. Das ist ja furchtbar, das habe ich jetzt schon so oft erlebt. Ich weiß nicht immer, ob ich immer so rabiat an diesen Dingern ziehe oder ob die tatsächlich überall so schlecht eingeleimt sind. Und sind irgendwie nach 3 Tagen rausgerissen. Ja. Das hat mich echt geärgert. Dann war ein Minuspunkt an diesem Journal, dass natürlich das Punktraster, was eben auf beiden Seiten unterschiedlich war. Was aber man merkt, zum Ende hin bin ich dann doch ein bisschen entspannter geworden. Also deshalb, das war wieder ein Punkt, den ich einfach die ganze Zeit in der Benutzung störend fand. Welches Bullet Journal es auch nicht werden wird, ist dieses Scribbles That Matter. Obwohl es mir echt gut gefällt und ich hatte echt große... Es gefällt mir echt gut, ja, aber... Doodles haben mich sehr angesprochen, auch diese... Ja, witzig, was ich da noch gut fand mit den Doodles, ja. Also klar, es ist cool, das Buch, auf jeden Fall. Aber das wäre halt gar kein Argument mehr für mich. So verändert man sich auch so von den Ansprüchen an die Bullet Journals. Merkst du vielleicht bei dir selbst auch, vielleicht hast du vor ein paar Jahren noch ein anderes Buch benutzt, als du heute benutzt, weil man einfach andere Ansprüche hat. Details wie diese stark befestigte Stiftlasche fand ich am Anfang sehr überzwegend. Die Entscheidung ist also gefallen zwischen diesen beiden Bullet Journals, das Leuchtturm und das Dingbats. Das Leuchtturm hat wirklich eine gute Figur gemacht beim Stifttest. Obwohl es nur 80 Gramm Papier hat, hat es am wenigsten durchgeblutet. Das muss man sagen, das ist echt top gewesen und eine wirkliche Überraschung. Fand ich auch. Auch äußerlich ist es echt hübsch. Und dieser Kupferton gefällt mir sehr gut. Hübsch, ja. Aber im Vergleich zum Dingbats hat das Dingbats doch das Rennen gemacht. Es passt einfach am besten zu meinen Vorlieben. Ich finde es toll, dass es kein Inhaltsverzeichnis hat und auch keine Seitenzahlen. Die brauche ich eben. Also das Leuchtturm habe ich danach noch benutzt. Das ist mittlerweile gefüllt. Habt ihr vielleicht in meinem Lemoma auch gesehen. Das Papier bei dem Dingbats ist super schön weich. Und Mensch, das hat ja jetzt nur ganze 20 Minuten gedauert, um das rauszuarbeiten. Ja, knackig. Also, es hat einfach das Rennen gemacht, weil es so gut zu mir passt. Der Elefant, alles. Es passt einfach so gut zu mir, ich meine. Falls ich also das Dingbats mal verlegt haben sollte, würde ich auf jeden Fall das Leuchtturm als Alternative nutzen. Würde ich das auf jeden Fall nutzen. Tolle Bullet Journals. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, das habe ich da schon gesagt. Bis zum nächsten Mal. Heute sage ich manchmal noch, ich freue mich drauf. Das war mein erstes Video. Ich denke, die Videos haben mittlerweile schon einen großen Wandel durchgemacht. Also ich habe mich bei vielen Sachen, glaube ich, auch so ein bisschen optimiert und verbessert. Also wenn du Lust hast auf mehr Videos von mir mit besserer Qualität und auch mit ein bisschen mehr Schmackes, dann abonniere auf jeden Fall meinen Kanal. Das kannst du hier oben kostenlos tun. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Donnerstag zu einem neuen Video wieder. Ich freue mich drauf.